diesem Video geht es um die Kaufvertragsstörung. Das ist ein Wort, was häufig verwendet wird. Das Problem ist, dass das Wort Kaufvertragsstörung eigentlich juristisch nicht ganz richtig ist. Ich habe euch in den Videos vorher schon erklärt, dass das, was ich euch hier erkläre, im Grunde genommen alles auf das BGB zurückgeht, also das bürgerliche Gesetzbuch. Da könnt ihr das alles nachlesen, ja, im bürgerlichen Gesetzbuch. Und diese Begrifflichkeiten, die findet man im Internet oder in Schulbüchern, ja, und die sind auch teilweise nicht falsch, das kann man so nicht sagen, aber die verwischen das Ganze so ein bisschen und bei manchen führt das auch dazu, dass sie das dann nicht gut verstehen und ich möchte es euch ja so erklären, dass man es verstehen kann. Also im Grunde genommen geht es um eine Störung im Erfüllungsgeschäft. Dazu müsst ihr wissen, was ein Erfüllungsgeschäft ist. Ich verweise dann nochmal auf das Video mit dem Kaufvertrag. Da erkläre ich euch, dass man beim Kaufvertrag zwei Ebenen unterscheidet, das Verpflichtungs- und das Erfüllungsgeschäft. Und das klingt ein bisschen kompliziert, guckt euch da in dem Video nochmal an. Ihr werdet aber gleich sehen, dass das ganz gut ist, wenn man diese Unterschiede kennt. Denn dann könnt ihr viel rechtssicherer die Fälle klären, die bei euch im Leben oder im Unterricht anfallen. Ihr werdet das zu schätzen wissen, vertraut mir da mal. Also, es geht jetzt um Folgendes. Man muss jetzt erstmal wissen, was ein Kaufvertrag ist. Das haben wir ja besprochen. A ist Eigentümer einer Sache und der verkauft das an B. Also A ist der Verkäufer, B ist der Käufer und der B verpflichtet sich im Gegenzug für die Kaufsache den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. So, was passiert jetzt? Jetzt ist der A ja verpflichtet, die Sache aufgrund des Kaufvertrags an B zu übergeben. Der muss ihm das aushändigen. Wann er das aushändigen muss, also zu welchem Zeitpunkt und ob der B zu dem A hingehen muss, sich das abholt oder ob der A das an B liefern muss und wie er das vielleicht liefern muss, ob das mit einer Spedition oder verpackt, das müsst ihr euch nochmal im Video zu den Inhalten des Kaufvertrags angucken. Wir nehmen jetzt einfach mal so ein typisches Beispiel. Ihr habt was bei eBay gekauft, zum Beispiel ein gebrauchtes Smartphone. Der Verkäufer ist A, der hat das gebrauchte Smartphone bei eBay eingestellt und ihr seid jetzt der Höchstbietende und es kommt jetzt über diese Internetplattform ein Kaufvertrag zustande. So, jetzt ist ja eins klar. Vereinbart ist zum Beispiel, dass man erst das Geld überweist bei eBay, das ist ja üblich, und dass A dann hier das Handy verschickt. Jetzt nehmen wir das mal an. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Versteigerung, sind der Höchstbietender. Bitte überweisen Sie die 200 Euro an A und das macht er dann auch, wie auch immer, durch Banküberweisung oder durch PayPal. So, und jetzt kommt's und A leistet jetzt nicht. So, warum ist das jetzt so? Das kann natürlich sein, dass A ein Betrüger ist. Ja, das kommt auch häufiger vor, als man denkt bei eBay. Ja, da gibt's Leute, die stellen da was ein und dann liefern die das nicht. So, es kommt nicht. So, dann müsste man natürlich klären, warum kommt das denn nicht? Was wird man machen? Man wird sich an A wenden und wenn sich herausstellt, dass der ein Betrüger ist, dann werdet ihr natürlich logischerweise dieses Handy wahrscheinlich nie bekommen. Jetzt gibt es aber noch ganz andere Gründe, warum A nicht liefert. Ja? Man unterscheidet da Vorsatz und Fahrlässigkeit. Das sind zwei ganz wichtige Begriffe, die wir gleich nochmal brauchen. Vorsatz und Fahrlässigkeit. Also vorsätzlich wäre, dass er das absichtlich nicht liefert. Warum sollte er das tun? Da kann ja froh sein, dass es verkauft wurde. Aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass der mit dem Höchstgebot gar nicht zufrieden ist. Der hat gedacht, ich kriege das für 300 los, aber ihr seid mit 200 der Höchstbietende. Der verweigert jetzt also, das Handy zu liefern. Könnte aber auch sein, dass er einfach fahrlässig da gar nicht reinguckt in die Versteigerungsergebnisse und das einfach vergessen hat. So, darum soll es jetzt aber nicht gehen. Es soll jetzt darum gehen, dass ein ganz anderer Grund vorliegt, nämlich, dass das Handy gar nicht mehr lieferbar ist. Also der kann das gar nicht mehr übergeben. Was könnte passiert sein? A hat das Handy bei der Versteigerung eingestellt und während der Versteigerung ist das vielleicht runtergefallen und dann ist es kaputt. So, jetzt müsste er ja normalerweise hingehen, die Versteigerung abbrechen. Das unterlässt er jetzt aber, weil er sich sagt, ah, kann ich, oder vielleicht fällt es ihm auch gar nicht auf, dass das Handy zwischenzeitlich kaputt ist. Und jetzt kommt eben durch das Ende der Versteigerung der Kaufvertrag zustande. So, und jetzt haben wir genau diese Vertragsstörung. A kann einfach nicht B dieses Handy übergeben. Jedenfalls nicht wie vereinbart. Der kann ihm sagen, es ist jetzt Schrott. Aber dann wird B das ja nicht haben wollen. Das ist ja nicht vereinbart. Und in diesen Fällen spricht man von einer sogenannten Unmöglichkeit der Leistung. Das ist also die erste Art von Schlechtleistung. Guckt euch dieses
Wort nochmal genauer an in dem Video zu den Kaufvertragsstörungen, wo ich nochmal genau erkläre, warum das bei mir Schlechtleistung heißt, weil das nämlich bei allen Störungen Schlechtleistung heißt. Also die erste Schlechtleistung nennt man Unmöglichkeit, Unmöglichkeit der Leistung. Jetzt ist in der Praxis erstmal zu klären, warum liegt denn hier Unmöglichkeit vor? Also das, was jetzt kommt, müsste man also als B als erstes mal herausfinden, nämlich warum ist dem Verkäufer das Ganze unmöglich? So, die typischen Beispiele sind, wir haben eine objektive Unmöglichkeit. Das bedeutet, grundsätzlich ist niemandem mehr die Leistung möglich. Subjektiv würde bedeuten, dass es nur dem einen Schuldner unmöglich ist, anderen Schuldnern wäre das möglich und praktisch wäre, es ist möglich, aber für A ist es nicht möglich. Ihr seht, das ist ganz schön, sind feine Unterschiede. Das spielt nachher bei den Rechten, die ihr habt, aber eine wichtige Rolle. Deswegen möchte ich das nochmal erklären. Dazu braucht man wieder ein paar Fachbegriffe. Bei unserem Beispiel mit dem Handy haben wir eine sogenannte Stückschuld. Das heißt, dieses gebrauchte Handy, was hier vereinbart wurde, ja, zum Kauf angeboten und dann gekauft wurde, das gibt es ja nur einmal. So, und wenn das jetzt runterfällt, dann liegt eine objektive Unmöglichkeit der Leistung vor, denn dieses Handy kann man nicht irgendwo anders noch beschaffen. Ja? Das heißt, objektiv heißt, die Leistung kann A nicht erbringen, wenn das Handy kaputt ist und es kann auch kein anderer. So, wenn das jetzt aber zum Beispiel eine Gattungsschuld wäre, also A bietet zum Beispiel ein neues Handy der Marke XY und Modell XY an, dann ist es ja, wenn es runterfällt, trotzdem möglich, dieses Handy zu verkaufen. Dann müsste ja A ein Ersatzhandy beschaffen können und dem B dann das Eigentum übertragen. Dann haben wir eine subjektive Unmöglichkeit, weil A im Moment nicht in der Lage ist, aber er könnte es zumindest tun. So, und dann haben wir noch die praktische Unmöglichkeit. Da wäre das so, wir haben wieder ein Stück Schuld, also ein gebrauchtes Auto. Und das Auto hat jetzt einen Unfall und jetzt kann A theoretisch das gebrauchte Auto verkaufen, so wie bei dem Handy. Aber B wird das ja nicht haben wollen mit dem Unfallschaden. Das war ja nicht vereinbart. So, und jetzt könnte man ja sagen, okay, dann muss A eben das Auto reparieren lassen. Aber da liegt praktische Unmöglichkeit vor, immer dann, wenn das in einem groben Missverhältnis steht zwischen dem, was da vereinbart wurde. Also wenn jetzt zum Beispiel die Reparatur viel teurer ist als das, was im Kaufvertrag ist, dann liegt hier eigentlich im Grunde genommen auch eine Unmöglichkeit vor, eine praktische Unmöglichkeit. Jetzt seht ihr, dass das Ganze natürlich sehr, sehr subjektiv ist. Ja, also man müsste das im Einzelfall bewerten. Was ist das denn jetzt? Ist die Kaufsache vertretbar? Kann man verlangen, dass A ein Ersatzhandy besorgt und so weiter? Und genau das ist das Problem bei diesen Kaufvertragsstörungen. Ihr habt nachher Rechte und dann erkläre ich euch, welche Rechte ihr habt. Aber dazu müsst ihr erstmal wissen, wie ist denn die Rechtslage hier beim Leistungsvermögen? Dann gibt es noch eine zweite Ebene, die man untersuchen müsste. Das wäre der Zeitpunkt. Wann ist die Unmöglichkeit aufgetreten? Das wäre so, A bietet das Handy an und es ist von Anfang an nicht so, wie man vereinbart hat. Also der täuscht einen quasi. Dann haben wir eine anfängliche Unmöglichkeit, weil schon bei oder vor Vertragsabschluss klar steht, es liegt eine Unmöglichkeit vor. A wird das, was hier vereinbart wird, nie einhalten. So, und das Handy fällt nach dem Einsetzen bei der Versteigerung fällt das runter. Dann haben wir eine sogenannte nachträgliche Unmöglichkeit. Ein bisschen kompliziert sieht es aus, weil das auch in der Praxis, Entschuldigung, weil das in der Praxis auch kompliziert ist. Denn wir müssen ja jetzt herausfinden, was B für Rechte hat gegenüber A, wenn so eine Unmöglichkeit vorliegt. Also das Erste ist ja, dass der vorsätzlich handelt und das Ganze hier als betrügerisch durchführt. Dann hat man natürlich ganz andere Rechte. Dann sollte man gegen Betrüger anders vorgehen. Das sind dann keine Rechte nach BGB, sondern vielleicht sogar strafrechtlich hier vorgehen. Ja, da müsste man sich anders mit beschäftigen. Das erkläre ich euch in einem anderen Video nochmal, was man machen kann, wenn einer nicht zahlt und ob man da eine Gerichtsverhandlung anstreben sollte. Also darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Es soll jetzt erstmal um die grundsätzlichen Rechte nach BGB gehen. Welche Rechte habt ihr? Das erste Recht ist der sogenannte Rücktritt vom Kaufvertrag. So, klingt jetzt komisch für euch vielleicht, ist aber sinnvoll in der Praxis. Also A und B haben den Kaufvertrag abgeschlossen und B kann jetzt nicht leisten, weil er sagt, das Handy ist mir runtergefallen, dann habt ihr natürlich das Recht nach BGB zu sagen, okay, dann bezahle ich das auch nicht.
Wer jetzt aufgepasst hat, bei eBay war das ja so, ich habe das Geld vorher gezahlt. Das habt ihr nämlich genau. Dann hat natürlich, wenn ich jetzt als B, als Käufer sage, ich trete vom Kauf, dann hat B natürlich das Recht, sein gezahltes Geld zurückzuverlangen. Das heißt, wir haben hier einen Zeitpunktvertrag, der wird abgeschlossen, da kommt man auch so leicht nicht mehr raus. Aber wenn jetzt eine Unmöglichkeit vorliegt, dann kann man sagen, ich will diesen Kaufvertrag nicht aufrechterhalten, der wird hier zurück abgewickelt. Das ist also quasi die Austrittstür für den Käufer, dass er sagt, ich möchte diesen ganzen Vertrag nicht mehr. Und jetzt seht ihr das, jetzt kommt es nämlich darauf an, dass man herausfindet, wie ist das denn? Ist das objektiv unmöglich? Ist das subjektiv oder praktisch unmöglich? War das von Anfang an oder erst nachträglich unmöglich? Also in der Praxis wird es ja so sein, der A liefert nicht und dann wird der B sich mit dem in Kontakt setzen und sagen, was ist denn los? Und dann sagt er, ja, tut mir leid, das ist runtergefallen. Ja, da wird man nichts machen. Es ist eine Stückschuld, die ist nicht ersetzbar. Was bringt mir das jetzt, wenn ich sage, lass das reparieren auf deine Kosten, kann ich machen. Wie soll ich das durchsetzen? Im Extremfall könnte man es vielleicht durchsetzen, aber in der Regel wird man sagen, okay, Pech gehabt, ich trete vom Kaufvertrag zurück. So, jetzt seht ihr aber vielleicht, wo das Problem ist. Wenn das jetzt alles richtig ist, dann hat der A ja immer die Möglichkeit, vom Kaufvertrag zurückzutreten, indem der einfach sagt, der Versteigerungserlös ist mir nicht hoch genug, ich gebe einfach vor, es ist Unmöglichkeit. Ja? Und jetzt kommt es eben darauf an, so leicht ist das natürlich nicht, denn es gibt noch ein zweites Recht, das ist der Schadenersatz statt der Leistung. Und diese beiden Rechte kann man miteinander kombinieren. Also der B kann jetzt sagen, okay, ich verzichte auf das Handy, aber du musst mir dafür Schadenersatz leisten. Jetzt kommt es aber darauf an, wieder, dass man sich das hier genau anschaut. Was ist denn jetzt genau der Grund für die Unmöglichkeit? Wie gesagt, beim Betrüger wird ja ein Schadenersatz nicht viel bringen. Ja, es sei denn, man wird den gerichtlich zur Verantwortung ziehen und sagen, der hat mich betrogen und dann ist mir auch noch ein Schaden entstanden. Jetzt kommt es aber, ein Schadenersatzanspruch kann man nur dann durchsetzen, wenn man hier Vorsatz unterstellen kann. Also der hat das vielleicht absichtlich fallen lassen. Und der seht ihr, das ist natürlich ein Recht, was im BGB drin steht, was sich aber in der Praxis relativ schwierig durchsetzen lässt. So, wenn ihr euch jetzt mal hier diese Abstufung anschaut, dann ist nämlich genau das, worum es hier geht, dass man den Zusammenhang versteht. Wenn das jetzt also objektiv unmöglich ist, denkt dran, das Handy ist eine Stückschuld, dann werde ich sagen, ich trete vom Kaufvertrag zurück. Ist es aber eine Gattungsschuld und er verweigert dann, ich leiste gar nicht, ich sage, es ist einfach Unmöglichkeit, dann könnte man sagen, Moment mal, du musst das woanders beschaffen, weil wir haben nur eine Gattungsschuld vereinbart. Ja, also zum Beispiel, ich kaufe bei einem Geschäft einen neuen Monitor und der sagt, ja, der Monitor ist kaputt gegangen. Ja, dann haben wir ja diese subjektive Unmöglichkeit vorliegen. Und dann könnte man sagen, das ist mir ganz egal, ich bestehe auf Vertrag, ich trete auf keinen Fall vom Vertrag zurück. Dann lasse ich das Recht weg, sondern ich verlange das Bestehen des Vertrages, also ich verlange, dass der Monitor gegeben wird. Und wenn der teurer ist und du musst den woanders besorgen, dann musst du diesen Schadenersatz eben übertragen, weil du hier vorsätzlich gehandelt hast. So, dann gibt es noch eine dritte Stufe. Das ist der Aufwandsersatz. Den mache ich nochmal, um das Ganze zu vervollständigen, weil es im BGB so drin steht. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Schadenersatz und Aufwandsersatz. Das werdet ihr bei den folgenden Kaufvertragsstörungen häufiger nochmal sehen. Und zwar beim Schaden ist es ja so, B müsste ein Schaden entstanden sein. Und dann könnte er den Schaden hier sich vom Verkäufer ersetzen lassen. Beim Aufwandsersatz ist das ein feiner Unterschied, nämlich da macht B etwas und das ist aber kein Schaden. Also nehmen wir mal das Beispiel mit dem Handy und B kauft sich, bevor die Versteigerung zu Ende ist, eine Schutzhülle für 20 Euro, weil er ja hofft, er kauft das, er kriegt das hier. So, und jetzt ist aber Unmöglichkeit, der A liefert oder leistet das Handy nicht, kann das nicht übergeben wegen Unmöglichkeit. Dann könnte man jetzt theoretisch sagen, ich habe ja hier aber einen Aufwand gehabt. Da kann der A jetzt nicht einwenden, ja, Moment, die Hülle für 20 Euro, die ist ja trotzdem was wert, die kannst du ja weiterverkaufen oder so. Nee, man hat ja diesen Aufwand in der Erwartung des Handys ausgegeben und dann könnte man diesen Aufwand sich vom A ersetzen lassen, wenn Unmöglichkeit vorliegt. So, jetzt seht ihr, dass das Ganze mit Wenn und Aber, es ist nur eins wichtig, dass ihr versteht, dass eine Art von Schlechtleistung die Unmöglichkeit ist. Man müsste dann klären, was für eine Art von Unmöglichkeit liegt denn hier vor. Dann müsste man gucken, was ist denn mit dem Zeitpunkt, was kriege ich denn darüber hinaus heraus.
für Informationen, ja, und dann müsste man gucken, welche Rechte mache ich geltend. Und ganz ehrlich, das übliche Recht ist natürlich der Rücktritt vom Kaufvertrag. Wenn man mit solchen Problemen zu tun hat, besser sagen, okay, ich zahle nicht. Aber wenn man schon gezahlt hat, dann hat man eben das Problem, kriege ich mein Geld zurück? Das kann man vielleicht rechtlich durchsetzen, ja. Aber dass ihr immer so eine grundsätzliche Vorstellung habt, was man unter Schlechtleistung versteht. Und es ist wichtig, dass ihr das als erste Schlechtleistung erkennt, weil die anderen Schlechtleistungen teilweise wieder darauf zurückgreifen. Also da muss man genau aufpassen, wenn man sich die anderen anguckt, was liegt denn da jetzt vor und unter Umständen liegt da wieder eine Unmöglichkeit vor. Und dann könnt ihr immer in dieses Video gucken und nochmal gucken, wie ist das denn jetzt genau mit der Unmöglichkeit.